So, da sind wir wieder. Dadurch, dass mein letztes Video zum Counter-Strike-Patch halt relativ schlechte Qualität war, um das mal echt nett zu sagen, lag daran, dass ich umgeschaltet habe, neue Software, habe ich mir gedacht, ich mache das Video nochmal und ich habe auch das letzte Mal noch ein paar wichtige Sachen vergessen. Fangen wir erstmal an mit... Bei diesem Patch gab es mal wieder eine neue Case. Ich kann euch leider keine neuen Waffenskins zeigen, weil ich schlicht noch keine Cases habe und auch noch keine Waffen aus den Cases. Ist am Anfang ja immer so. Ist immer ein bisschen teuer und so. Warten wir mal ein bisschen. Aber auf der Website kann man sie ja ganz gut sehen. Eine neue M4-1S. Die Sachen sehen eigentlich alle ganz geil aus, muss ich sagen. Also besonders, ich stehe auf das Glock-Design, aber ich bleibe wahrscheinlich bei meiner. Genial finde ich das hier, dieses Desolate Space Ding. Das war ja Teil eines Wettbewerbs von 3D Design Foren und zwei der Waffen, die dort entwickelt worden sind, sind in der Gamma Case. Also klar, wir hatten gerade vor kurzer Zeit erst die Chroma 3 Case. Ich weiß nicht, ob ich davon Skin habe, kann ich nachher mal nachgucken, aber ich glaube nicht. Ich hatte bis jetzt, glaube ich, eine Chroma 3 Case. Also Desolate Space sieht echt, echt gut aus. Und die Phobos ist ja auch von diesem Forum, finde ich auch gut. Also generell ist die Case schon ganz geil. Ich meine, gut, ein R8 Revolver, benutzt den schon. Aristocrat, ja gut. Ja, gut, wer braucht eine Sword of? Benutze ich nie. Ja, P90. Rush B, Rush B, P90. Die Violent Daimyo finde ich auch ganz nett, muss ich sagen. P250, Ironclad, naja, gut, whatever. Eine neue Nova. Eigentlich alles neu. Diese Harvester-Geschichte verstehe ich nicht richtig, warum sie drin ist, wenn ich mir das angucke. Die Bison, also ich meine, erstmal nutzen die viele Leute nicht. Und zweitens ist es ja auch so, dass die. Die sieht einfach nicht gut aus. Naja, eine Mac 10, eine neue. Die Ice Cap finde ich ganz cool, die Tech 9. Benutzt der andere jetzt. Da benutzt die Cyrex. Natürlich, was unglaublich genial ist, sind die neuen Messer-Designs. Wenn ich mal eins kriege, ist eine andere Geschichte. Die sind alle in verschiedener Art jetzt da. Ich kann es euch mal so zeigen hier. Es gibt von allen Messern jetzt verschiedenste, also es sind fast alle Messerarten vertreten und jeweils mit verschiedenen Designs, die sich durchziehen von den Skins. Ja, sieht schön aus, gar keine Frage. Ich hätte gerne hier zum Beispiel, wie nice sieht bitte der Karambit Autotronic aus? Naja, wird nicht passieren. Auch nice. Bajonett. Schon ist ganz nett, aber ist egal. So, und was ich mich halt immer noch frage, ist, wer hat jetzt schon alle? Also ich meine, es ist immer der Anfang, wissen wir. Es gibt immer genügend Leute, die gleich am Anfang die Cases kaufen. Am Anfang sind die Cases extrem teuer. Ich weiß auch nicht, warum wir jetzt schon wieder ein neues Case haben. Das ist sehr, sehr häufig einfach, was ich nicht so toll finde. Aber ich habe es das letzte Mal nicht genannt, deswegen dachte ich, jetzt gehe ich das einmal kurz durch. Könnt ihr euch natürlich auch auf blog.counter-strike.net angucken, um es einmal auf coolem Deutsch-Englisch mit super harten Akzent zu erzählen. Aber was eigentlich echt wichtiger ist, sind Sounds. Ihr habt das ja wahrscheinlich mitbekommen. Es gibt einige Änderungen. Es gibt Soundänderungen, da gibt es sinnvolle und nicht so sinnvolle. Und es gibt Änderungen an Cobblestone, an Cobble. Und es gibt, und das ist auch noch ein wichtiges Thema, jetzt endlich Prime Matchmaking. Wir springen mal ins Spiel rein. Und dann schauen wir mal, dass wir mal drüber sprechen, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut. Okay, alles klar. Also, Cobblestone, klar,
müssen wir jetzt natürlich erstmal drüber sprechen. Aber ich mache mir erstmal den Server richtig. No more talking. Now, let's go. Ja, so. Bin natürlich auf der falschen Seite, um mit den Sounds anzufangen. Als erstes gibt es einen neuen Mac. Hallo Sie! Mac 7 Sound von, also die Schrotflinte von den Counter-Terroristen. Und ich habe jetzt wirklich mit mehreren Leuten geredet, die meisten finden es richtig geil. Ich finde es richtig scheiße. Und zwar kann ich auch erklären, warum. Ich bin ein alter Mann. Ja? Das bedeutet, ich sitze irgendwo in der Smoke und warte darauf, dass ich jemanden killen kann. Das ist am wichtigsten für Casual. Und irgendjemand feuert neben mir das Ding ab und ich krieg einen Koller. Ich weiß nicht, wer es designt. Also erstmal, was ist denn das? Ist das eine Chipsdose? Irgendwie die platzt oder? Verstehe ich nicht. Also verstehe ich nicht. Es wurden wohl alle möglichen anderen Waffensounds auch überarbeitet. Habe ich jetzt noch nicht so richtig mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Also mir kommt die AWP ein bisschen krasser vor vom Sound, aber generell bin ich wirklich nur richtig genervt von der Mac 7, die ich manchmal als Trollwaffe benutzt habe, besonders im Casual-Bereich. Es gibt natürlich so wie JW von der DIP, die damit echt gut arbeiten können. Es gibt viele Pro-Spieler, die die Mac 7 unheimlich gut nutzen, klar. Für mich ist es nicht so, weil mein Aim ist schon scheiße. Da muss ich jetzt nicht auch noch irgendwie so eine langsame. Manchmal benutze ich die XM als automatische Schrotflinte, weil ich die ganz gut finde. Aber was noch anders geworden ist, ist bei den Waffensounds. Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, wenn man sich Reddit anguckt, dafür halten, dass das ist vom Skill her. Einfach, es hat den Skill ein bisschen verändert. Und zwar sind das die sogenannten Low-Ammo-Sounds. Früher mussten, das ist ein großer Aspekt gewesen, in der Taktik, dass du halt dafür gesorgt hast, dass du wusstest, okay, alles klar, wie viel Ammo haben die Leute noch, ein bisschen mitzuzählen und auch sowas wie, Fake Reloads zu machen, sodass der andere dachte, hey, der reloadet und der lädt neu und ich kann ihn mir jetzt schnappen. Aber jetzt gibt es einen. Moment, jetzt kommt's. Low Ammo Sound. Dieses Klickern war jetzt vielleicht nicht so eindeutig. Soweit, so gut. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ist ja okay, alles klar. Also, so weiß ich eben selber, muss ich mitzählen und muss ich die ganze Zeit darauf achten. Aber das hören die anderen auch. Und das sorgt dafür, dass das Ganze strategisch ein bisschen schwierig ist. Wenn ich jetzt was gewinne, gibt einen Feuerkampf, bla bla. Und hier ist einer. Jetzt hört er das Klicken, das hört er. Das hört er und sorgt dafür, alles klar. Cool, jetzt kann ich nicht faken. Ich habe dann nur noch 4 Schuss. Ist auch nicht bei allen Waffen so, sondern nur bei automatischen Waffen. Ich finde es nicht gut. Kann man natürlich diskutieren, ob dem jetzt so ist. Aber ich finde, das ist vom Skill her, das, was Counter-Strike so taktisch macht, nicht besonders gut gelöst. Genau, dadurch, dass wir jetzt hier... Ach ja, noch andere Änderungen. Kurz mal eine andere Config laden. So. Move it. So. Was auch noch geändert wurde, und das ist auch kein unwichtiger Punkt, ist, früher konnte man, wenn man die Bombe entschärft hat, hat man einfach schnell eine Smoke-Grenade hingelegt und der Sound war so, dass er das maskiert hat. Also man konnte unter vielen Umständen nicht hören, dass der andere angefangen hat, die Bombe zu entschärfen. Das war natürlich
nicht so besonders toll. Das ist geändert worden, also der Sound maskiert das jetzt nicht mehr. Man hört dieses, also es ist insgesamt ein anderer Soundcue. Nur ganz subtil, aber hat sich auf jeden Fall ein bisschen geändert. Da wir jetzt hier auf Krobbel sind, also das finde ich ist eine gute, ist so praktisch die einzig gute Soundänderung. Bei den anderen Sachen weiß ich nicht, also ob da jetzt wirklich große Änderungen sind. Aber dadurch, dass wir jetzt auf Krobbel sind, da wollte ich auch noch mal kurz drüber sprechen. Es gab ja einen großen Patch und es gab mehrere kleine Patches. Diese Treppe ist neu. Und die hat einiges verändert. Jetzt nicht im Casual-Bereich, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch jemals im Casual-Bereich über das offizielle Matchmaking auf Krobbel gelandet ist. Ich glaube, ich bin es nie. Aber früher war hier keine Mauer, keine Treppe. Das bedeutet, die CTs, wenn sie diesen Punkt hier halten wollten, mussten entweder hier boosten, also mit jemand anders zusammen, oder sie mussten diesen Weg hier gehen, um da hinzukommen. Was natürlich, wenn die anderen gleich schnell sind, nicht so geil ist. Also, wenn sie hier was halten wollten, und das Fliehen war ein bisschen anders. Das finde ich, hat sich, also ich bin nicht ganz sicher, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Ich muss es wahrscheinlich ein paar Mal gespielt haben. Aber zum Beispiel, wenn man sich jetzt vorstellt, alles klar, ich bin hier Terrorist und ich will hier rein und ich mache den Klassiker, boom, zeigt ein bisschen Smoke, die blumt, ich komme rein. So. Wenn hier, früher war das immer so, dass die Leute von hier aus gehalten haben, weil es am einfachsten war. Ich konnte eine Molotow hier hinwerfen. Das war jetzt nicht besonders gut, ich bin kein Pro. Aber so konnte ich die Leute hier rauskriegen. Dann bedeutet, die mussten hier runterspringen. Jetzt kamen sie nicht wieder hoch. Jetzt kommen sie wieder hoch und können hier wieder zurückkommen. Das bedeutet, das schnell zu rushen, wie ich das eben gerade gemacht habe, ist praktisch unmöglich. Weil früher, boom, zack, ich war hier drin und der CT ist hier runtergesprungen und ist die einzige Möglichkeit für ihn wäre gewesen, jetzt hier wieder hochzukommen. Aber dadurch, dass ich als Terrorist natürlich hier am Rushen bin, das bedeutet, er konnte diesen Punkt nicht mehr so gut aufhalten. Jetzt kann er, ist er hier runtergegangen, oh scheiße, Molotow ist gekommen, bam, geht einfach wieder hoch, zack, 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 ist wieder dabei. Vielleicht muss man erstmal, wenn die nächsten Majors kommen oder so, sich das anschauen, ob sich das groß auswirkt. Aber ein Rush in der Form, wie ich das eben gemacht habe, Smoke, Molotov, um die da wegzuforcen und dann eine Flashbang zu schmeißen und in die Side zu kommen, ist einfach schwieriger. Natürlich kann man auch sagen, okay, wenn man es langsamer macht, dann flasht man sich hier rein und dann kann man auch als Terrorist hier runtergehen und hat hier noch mehr Punkt, weil man sich hier hinterher nicht ducken kann, sondern dann geht man hier ein bisschen halb die Treppe runter und keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das sind so die wichtigsten Änderungen in diesem Patch. Fand sie ein bisschen, weiß ich nicht. Nicht halt, ist schon gut ausgegoren und so, also aber Mac 7 Sound sucked, meiner Meinung nach. Low Ammo Sound sucked. Andere, so, also wirklich wichtige Leute, sowas wie Warhol, finden das ganz geil. Ich finde es nicht geil. Könnt ihr auch gerne sagen, was ihr dazu meint. Das mit der Smoke war überfällig, dass man nicht mehr maskieren konnte. Und die Änderung an Krobbel, es sind noch ein paar andere Änderungen da, die aber sind nicht wichtig. Dieses hier ist so der wichtigste Punkt, dass man hier sagt, okay, das ist alles anders. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den wir vorher noch nicht hatten, ist das Prime Matchmaking. Wenn ihr kurz noch drüber nachdenkt, soll ich das machen, bringt das überhaupt was? Ja, unbedingt machen, unbedingt machen. Es gibt ein paar Voraussetzungen dafür. Das geht um Competitive Matchmaking innerhalb von CSGO. Nichts mit Community-Servern unbedingt zu tun. Dazu müsst ihr mit eurem Counter-Strike-Account
eine Mobilnummer, also eine Handynummer verbinden. Dann könnt ihr wirklich sagen im Matchmaking, hey, ich will nur mit anderen Leuten zusammen gepartnert werden, die auch Prime Matchmaking haben. Das bedeutet, sie haben ihre Handynummer mit dem Account verbunden. Außerdem müsst ihr Level 21 in dem normalen Ranking sein. Das ist aber ja nicht besonders schwierig, wenn man, ich meine, wir haben jetzt Juni, Mitte Juni, und ich spiele fast nur Casual und bin Level 22. Aber jetzt denke ich euch wahrscheinlich, ja und, ist das scheißegal. Nein, Prime Matchmaking hat einen ganz großen Vorteil, denn es wird gegen Cheater unheimlich gut helfen. Wann immer Counter-Strike als Sale unterwegs ist, also das bedeutet, ihr kriegt das für 5 Euro, kaufen die Leute sich 10, 20 Accounts und boosten dann ihre Kumpels mit Hacks. Und es ist eigentlich scheißegal, ob sie 5 Euro verlieren. Da sind keine Expensive Skins drauf, also alles gut. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, denn sie müssen, selbst wenn sie 10 Accounts haben, müssen erstmal Private Rank 2 sein im normalen Ranking, um am normalen Matchmaking teilzunehmen. Das ist auch eine Änderung, früher war es 3, Rank 3. Und jetzt ist es so, Prime Matchmaking, das bedeutet, ihr und ich, wenn wir in Prime Matchmaking gehen, dann können wir wissen, also wissen wir eindeutig, dass da jetzt kein Cheater erstmal drin ist. Weil es extremst nervig ist für die, immer neue Accounts hochzuspielen. Erstmal auf Level 21, dann müssen sie eine SIM-Card kaufen, dann müssen sie es verbinden. Und das ist viel zu viel Stress. Natürlich könnt ihr immer noch weiterspielen im normalen Matchmaking. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass ihr, wenn ihr in den Bereich Matchmaking geht, natürlich müsst ihr vorher erstmal Prime Account Beta anklicken, ist schon klar. Aber ihr müsst es machen. Es sind auch weniger Smurfs da. Smurfs, für die, die es nicht wissen, das sind eigentlich sehr gute Spieler, die ihren Hauptaccount haben. Was weiß ich, Global Elite, also höchsten Rang. Und dazu noch ein Silver Account. Das ist eigentlich die meisten von den Trollen. Das ist so, die sind einfach so gut und töten einfach alle. Und ich weiß nicht, womit, fühlen sich wahrscheinlich gut damit, ist alles gut. Ist deren Ding, ist mir scheißegal. Es gibt aber weniger, weil sie natürlich ihren Hauptaccount, den wichtigen Account, mit ihrer Handynummer verbinden. Und ihren Smurf-Account müssen sie sozusagen eine zweite SIM-Karte kaufen. Ist heutzutage auch nicht mehr so teuer, aber man bekommt schon weniger. Es kommt wirklich drauf an. Ich glaube, dass das schon ein großer Anreiz ist, wirklich auf seinem Account zu bleiben, nicht zu cheaten, denn nicht nur, dass die Skins verloren gehen, wenn man irgendwie cheatet, sondern jetzt ist es wirklich auch so, es muss den ganzen Level, muss den ganzen Kram wieder hochspielen. Ist derbe nervig. Und ich halte das für eine super Aktion von Valve. Und ich hoffe wirklich, dass das auch wirklich was ändert. Also die Details könnt ihr euch natürlich gut auf der Prime Account Matchmaking Beta, hier steht nochmal alles drin. Hier steht auch nochmal ganz genau drin, was es alles ist. Also Prime-Status braucht man eine qualifizierte Phonenummer, ist klar. Außerdem Lieutenant Rank 21. Wenn man Falls ihr euch jetzt denkt, Moment, aber ich habe doch schon eine Service Medal und bin jetzt wieder Private Rank 2, kein Problem, denn das steht hier auch. Es ist alles okay. In dem Moment, wo ihr es einmal sozusagen, wo ihr einmal über Level 21 wart, ist es alles gut. Man kann auch nicht mehrere Accounts mit einer Handynummer verbinden. Wegwerf-Accounts werden weniger. Smurfs werden gegebenenfalls weniger, das werden wir sehen. Ich habe einige Videos gesehen von wirklich guten YouTubern, die das mal getestet haben. Das war insgesamt sehr viel positiveres Ding für sie. Und falls ihr euch noch drüber nachdenkt, ihr spielt CS und überlegt, soll ich Prime Matchmaking machen, macht es auf jeden Fall. Und das war's eigentlich für heute. Ich hoffe, dieses Video war ein bisschen besser und ihr habt das
wenn ihr irgendwie Kommentare habt und denkt, ey, was du erzählst, doch scheiße, Mann. Darf ich scheiße auf Twitch sagen? Ja, sag ich einfach. Kappa. Hinterlasst mir einen Kommentar und sagt, okay, alles klar, hier, das stimmt ja nicht, weil der neue Mac 7 Sound ist der geilste der Welt. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend.